Bin ich wieder. Heute mache ich wieder ein Tipp und Tipps und Tricks Video. Und zwar geht es um meine Nägel. Und einige haben mich auch gefragt, wie ich das geschafft habe, die so lang wachsen zu lassen, ohne dass sie abbrechen. Und das wollte ich euch heute zeigen. Sicherlich spielt die Ernährung eine wichtige Rolle, aber wer dünne und weiche Fingernägel hat, der kann noch so gesund essen und viel trinken. Die Nägel werden niemals stark und kräftig sein, dass sie ja durch die tägliche Strapazen noch am Leben sein können. Und ich zeige euch, was ich jetzt da, wie ich das mache. Es ist eigentlich ziemlich einfach und man muss nicht so viel Geld ausgeben. Ich empfehle euch, einen Nagelhärter zu verwenden und dieser als Base zu benutzen. Ich habe hier einer von Kiko, geht auch. Das ist im Moment mein Liebling. Das ist ein Base Coat Instant Nail Hardener. Und den macht die Nägel schön hart. Und wenn die Nägel hart sind, ja, sind sie natürlich auch stärker und biegen sich nicht immer. Weil wenn der Nagel sich immer ständig biegt, weil sie so weich sind, irgendwann fangen sie an zu splittern. Und danach, ich trage eigentlich immer Nagellack. Und zwar pigmentierter Nagellack, das heißt ein farbiger Nagellack. Weil das macht die Nägel noch härter, als wenn wir nur einen durchsichtigen Nagellack verwenden. Ihr könnt irgendeinen Nagellack verwenden, egal welcher. Natürlich gibt es Nagellacke, die qualitativ nicht so gut sind und weniger gut am Nagel haften. Aber im Allgemeinen, wenn ihr diesen Base Coat verwendet, halten sie auch sehr lange. Und darüber, und ich trage dann noch einen Top Coat, und zwar von Essence, Better Than Nail Gel, der kennt ihr natürlich schon, wenn ihr meine Videos schaut. Und zwar, ja, der Top Sealer. Und der ist wirklich sehr gut. Der bringt jeder Nagellack zum Strahlen. Ja, und das macht wirklich viel aus. Ich trage dann, also zum Zusammenfassen, trage ich einen Nagelhärter als Base. Dann trage ich eigentlich zwei Schichten von einem farbigen Nagellack und dann noch einen Topcoat. Und so werden eure Nägel wirklich stark und strapazieren sich nicht durch den Tag. Vor allem, wenn ihr einen Haushalt führt, dann denkt ihr sicher, oh nein, im Wasser und Teller waschen und das geht nie, dass meine Nägel so schön sind. Aber niemals nie sagen, einfach probieren. Eben, wenn ihr den Haushalt macht, dann, um auch eure Hände und eure Nägel zu schützen, ich trage nicht immer, aber ich trage Handschuhe. Wenn ihr aggressive Putzmittel benutzt, dann kann das den Nägeln und die Nägel und den Nagellack auch ein bisschen die Nägel angreifen und schwächen sozusagen. Und einen anderen Trick, was ich mache, wenn ich den Nagelhärter anwende, und zwar, ich trage ihn ja normal auf den Nagel drauf und auch hier an den Rändern unterm Nageln. Und dann ist der Nagel richtig versiegelt und auch unten gehärtet. Ihr werdet wirklich sehen, dass die Nägel wirklich stark sind. Und was ich auch mache, ich liebe einfach meine Nägel zu dekorieren. Und wer mich auf Instagram folgt, der weiß, dass ich ab und zu auch, dass ich das viel mache. Und ich mache nicht alles an einem Tag. Also am nächsten Tag trage ich einen anderen Nagellack, vielleicht an der Spitze,
dann mache ich ein French oder halt seitlich. Und dadurch, dass ich mehrere Schichten Nagellack auf dem Nagel habe, machen den Nagel wirklich extrem hart. Also ihr könnt am zweiten Tag einen glitzernden Topcoat drüber auf dem Nagel drüber lackieren. Und das dann macht, ja, und somit sind die Nägel wirklich noch stärker, wenn ihr am zweiten Tag oder am dritten Tag wieder einen Topcoat darüber streicht, darüber lackiert. Das macht wirklich viel, viel aus. Also, was mache ich noch? Ich habe hier einen Spickzettel. Und was ich auch habe, ist mein Nagelöl. Ich finde es jetzt gerade nicht auf dem Tisch. Aber ich verlinke euch mein Video hier oben. Dort habe ich euch gezeigt, wie ihr einen Nagelöl ja, machen könnt. Und es ist ganz einfach und ihr braucht nicht viel Geld auszugeben. Und dieses Nagelöl verwende ich circa einmal in der Woche. Also ich mache mal circa einmal in der Woche mache ich eine Nagellackpause. Dann tue ich den Nagellack am Abend wegbringen, trage Nagelöl auf den gesamten Nagel auf und auch auf der Nagelhaut hier und massiere das ganz schön. Und lasse das dann über Nacht einwirken. Und dieses Nagelöl hilft gegen splitternde Nägel und hilft auch, die Nägel zu, ja, zu stärken. Der Nagel ist eigentlich ein totes Gewebe. Aber wenn wir Sachen anpacken, wenn wir Hausarbeit machen, dann strapaziert sich der Nagel wie die Haare. Die Enden werden spröde. Und so kann auch das auch mit den Nägeln passieren. Und darum verwende ich dieses Nagelöl und ich habe wirklich gute Resultate erzielt. Und am Anfang müsst ihr wirklich Geduld haben, weil bis die Nägel heranwachsen, braucht es, ja, müsst ihr Geduld haben. Jeder Nagel wächst, jede Person ist unterschiedlich und der Nagelwachstum ist bei jeder Person auch anders. Das ist normal. Bei einigen wächst es innerhalb von Wochen wirklich lang, bei anderen dauert es ein bisschen länger, aber das ist normal. Und ich habe schon von einigen gehört, die gesagt haben, ja, ich habe keine Zeit, die Nägel immer zu bemalen und so weiter. Aber ja, ich dachte auch, ich hätte eigentlich keine Zeit, mich um die Nägel zu kümmern. Aber wer schaut von euch alle Tage Fernsehen am Abend? Oder fast alle Tage? Oder schaut YouTube-Videos an? Währenddem ich fernsehe oder irgendetwas anschaue, dann mache ich mir die Nägel. Und für mich ist das so entspannend. Ja, und am Schluss macht ihr das automatisch, wenn ihr fernseht und müde seid und am Abend auf der Couch sitzt. Und ja, dann schaue ich fern und mache mir die Nägel. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video und mit diesen Tipps ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, ja, stellt sie mir in den Kommentaren und ich werde sie beantworten. Und ja, das wäre schon alles gewesen und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!